Ding, ding, ding. Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren leider nicht geeignet. Ding, ding, ding. So, pack ein hier. Super klasse, dreh dich um und lauf zurück. Also ich möchte gerne Rattengift. Oh, wir hängen mal wieder fest, ja. Ich sag dazu gar nichts mehr. Mama, sag du mal, wo haben wir eigentlich Rattengift? Sag mal. Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Alistair? Alistair? Wer ist denn Alistair? Ich habe heute draußen eine Krähe gesehen. Ich habe hier vorher noch nie eine gesehen. Popo hauen, Popo hauen. Wer ist denn... Meine Mama heißt Nancy. Wer ist denn Alistair? Alistair, Alistair. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr genau. Tut mir leid, Lucius. Ich bin nur ein wenig müde. Ja, ich auch. Alistair. Hilf Alistair ein wenig. Vielleicht können wir dem ja helfen. Alistair. Aber den haben wir noch nicht umgebracht, ne? Nee. Oh, nein, Lucius. Lass doch nicht das Ding fallen hier. Jetzt geht er über die Schwelle rüber. Verdammte Axt, geh doch rüber. So, lauf, 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 lauf. Alistair. Ich wüsste nicht, dass wir den schon kennen. Aber Alistair ist auch nicht mein Papa, oder? Ich weiß nicht. So, da lang. Standen die Dinger hier schon immer? Haben sie jetzt für den Herbst rausgestellt, die Bänke? Oh ne, jetzt muss ich ja wieder mit Telekinese hier das Zeug machen. Machen wir das Ding hier auf. Gehen wir hier so zurück. So. Oh, das kriege ich doch wieder nicht hin. Ich sehe das doch schon wieder. Oh, warte mal. Wechseln die Kraft so. Und jetzt, ja, das ist... Siehst du, das ist nämlich... Darum ziehe ich das auch immer so falsch lang, weil das... Ich muss die Maus nach unten ziehen, um nach oben zu... Das ist doch doof. Komm, nimm. Ich muss mal gucken, ob ich das in den Optionen ändern kann. Jetzt. Danke. Ein Zimmer wartet ein Geschenk auf mich. Ja, wahrscheinlich das... Ja, das Brett. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Da kriegen wir einen Hinweis. Das ist ganz gut. Lassen wir jetzt offen hier. Ich habe da keinen Bock drauf jetzt. Das machen wir. Gehen wir in mein Zimmer. Wie spät haben wir denn? Ich nehme wahrscheinlich schon wieder einfach mal... Ja, super. Leute, also der Cut... Wenn er nicht jetzt gerade schon war, dann wird er sicherlich gleich kommen. Nur als Information. Ich muss ja jetzt nicht immer eine extra Verabschiedung und so aufnehmen. Ihr wisst ja Bescheid. Wie gesagt, man kann halt hier nur kapitelweise. Und ich spiele es halt dann auch gleich kapitelweise, außer ich werde mal wieder entdeckt oder irgend so ein Blödsinn. Dann müssen wir hier rein. Ja. So, und gehen wir jetzt ins Zimmer und holen uns den Hinweis von dem Ouija-Brett. Ich drehe das Kreuz auch gar nicht mehr um, Leute. Ich weiß, es ist, aber ich habe da immer keinen Bock drauf, da jetzt extra stehen zu bleiben und... Ja, ich hätte jetzt auch noch mal in die Küche gucken können, ob da jetzt irgendwas liegt. Nein, ich drehe das Kreuz deswegen da nicht mehr um, weil ich muss ja jetzt da nicht meine Macht irgendwie verwenden. Und darum ist das ziemlich egal. Ja, Türrahmen. Oh, wir kommen sogar durch. Sehr schön. Dum, 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 dum. Da, da, da. Bist du hier irgendwo? Ah, Juvi, Linksbums, du hast das Essen gar nicht mehr in der Hand. Sehr schön. Geschenk, 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 Geschenk. So. Jetzt kommt dann bestimmt gleich dann diese Aufgabe mit den bekloppten Ohrringen. So, jetzt hören wir uns das mal an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Nager können mich nicht leiden. Ich wüte in ihren Eingeweiden. Ich will Rattengift. Ich sag's doch, ich will Rattengift. Nager können mich nicht leiden. Ich wüte in ihren Eingeweiden. Was könnte es sonst noch sein, außer Rattengift?
Was kann sonst noch in den Eingeweiden von Nagern wüten? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich will Rattengift. Uhalala. Nur die Frage ist, wo kriege ich Rattengift her? Außer jetzt in der Küche, unter der Spüle. Was haben wir denn? Was ist denn das hier? Das schauen wir uns mal an. Ja, das ist nur ich. Oder im Keller? Ich weiß gar nicht, wo der Keller hier ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß alles nicht, was das sein soll. Das sind wahrscheinlich dann diese ganzen Personen. Das hat gar keinen Zweck. Alistair, die Frage ist natürlich. Ich weiß auch gar nicht, wer Alistair ist. Und wo ist der? Und wo finde ich den? Das ist die Küche. Speisedingsbums hier. Wohnzimmer. Wo kann man denn jetzt hier Rattengift finden? Vielleicht beim Auto? Oh, ich bin nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Kühlraum im Kühlraum. Ja, der hier ist sowieso abgesperrt. Und der Kühlraum. Warum sollte Rattengift im Kühlraum sein? Gschmarri. Wie gesagt, Garage. Ich würde es zwar in die Küche packen, eher sinnvoller irgendwie, aber da haben wir es jetzt nicht gesehen. Das heißt Garage oder Keller. Hier sind wir oben. Wir können auch nochmal hier reingucken. Das ist Mamas Schlafzimmer, Mama, Papa. 1 plus 1, keine Ahnung. Warte mal, ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Das war ja jetzt hier dann. Also jetzt im unteren so Dingsbums hier. Ja, ansonsten Rattengift im WC aufbewahren. Nö, ich wüsste jetzt eigentlich nicht. Gut, das sind jetzt also meine Ideen. Upsala, das wollte ich nicht. Sorry. So. Aber ich wusste es doch. Ich meine, es könnte immer noch was anderes sein, aber ich finde das das Logischste. Und dann packst du das Rattengift halt da, weil. Das kannst du von mir aus sogar noch mit reinbacken. Das sogar das müsste sie töten. Im Grunde müsste ich sie selber fragen, wo das Rattengift vielleicht ist. Weil sie müsste es wissen. Oh Mama, hi. Ja, keine Ohrringe, scheiße. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Ja, es Wir war müssen klar. dich irgendwie belohnen. Ja, Hast Ohrringe du suchen. meine Ohrringe gesehen? Ja, die werden wir mal Ich weiß nebenbei nicht mehr, wo ich gucken. sie gelassen habe. Wie gesagt, das Sinnvollste ist natürlich so auf dem Nachtkästchen. Ah, da ist wieder der Bulle. Ist das Alistair? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß jetzt hier. Nee, Tarrant oder so hieß der doch, ne? Hi, sag mal. Oh, richtig. Du sprichst nicht viel. Irgendwie unheimlich. Ich spreche eigentlich gar nicht, ja. Ich habe so meine. Ich spreche nur mit ausgewählten Leuten. Also mit niemandem. Ach so, wo sind wir denn? Was ist denn hier unten eigentlich? Wo geht's denn da lang? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich dann hier hin, ne? Ja, schätzungsweise. Wir schauen jetzt mal kurz da rein, wenn wir jetzt gerade mal hier sind. Ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist denn das hier eigentlich für eine Statue? Können wir da irgendwas machen? Irgendwas klauen? Was steht da? Living Quarters. Quartiers. Dingsbums. Was ist das noch? Ach so, da sind nur noch mal so Mitarbeiterzimmerchen. Da wollen wir gar nicht hin. Ja, ein bisschen schwierig. Komm vorbei. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Sag mir mal, wo Alistair ist, bitte. Weil dem könnte ich helfen. Weil unseren Handwerker haben wir umgebracht, aber vielleicht haben wir ja hier noch so einen Hausmeister, so. Weiß nicht. Oder einen neuen. Ich weiß ja nicht, ob die sich alle hier. Ich bin jetzt einen Monat hier. Was glauben Sie, wie lange Sie eine wertvolle Polizeiressource als Aufpasser für diese Snobs verschwenden können? Erzähl mir nicht so einen Scheiß. Ich bin ein Kind, das interessiert mich nicht wirklich. Wo wollte ich jetzt hingehen? Ich bin ja schon wieder falsch, aber ich gucke jetzt trotzdem noch mal zu Jovita. Ich wollte eigentlich in den Raum daneben gehen. Ist die überhaupt noch da oder ist die schon wieder am Essen oder? Nee, die ist hier. Hi. Hallo? Kann ich dich nicht Wo zum Teufel ist anklicken? Jovita? Ich bin hungrig. Schon wieder. Die war doch bestimmt erst da. Kann man sich hier irgendwo drauf gucken, wo die ganzen Sachen. Ich werde doch jetzt sicherlich nicht hinter den Schreibtisch gehen müssen, oder? Ich komme doch da bestimmt nie Wo wieder zum raus. Teufel ist Jovita? Ich bin hungrig. Ist hier irgendwas?
ich das auf... Ja, kann ich sogar aufmachen. Da ist aber nichts drin. Wo zum Teufel ist Jovita? Ich bin hungrig. Kann ich da drüben noch reingucken? Boah, ich krieg das Ding nicht mehr zu hier. So. Dahinter kann ich wahrscheinlich nicht gehen, ne? Ja, das war mir klar. Okay, ja, jetzt gehen wir mal darüber. Was ist denn hier noch eigentlich? Was ist da? Ach, noch ein WC. Sauber machen, Essen holen. Ah, die holt jetzt schon wieder das Essen. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. Ja, ja, geh ruhig durch mich durch. Das ist... Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Warte mal, jetzt können wir mal gucken. Wo stellst du denn das? Das hat so lange gedauert. Ich verhungere hier. Oh mein Gott. Wo hat denn das jetzt abgestellt? Das scheint egal zu sein. Essen holen. Am besten alles. Doch, oder? Jetzt ist sie ja. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hat sie jetzt selig. Ist sie. Ja, und jetzt schreibt sie auf der... Ich bin hungrig. Oh Gott, ich sag da jetzt gar nichts mehr zu. Sie schreibt sogar auf der Platte einfach mal weiter. Ja, ja, ist ja kein Problem. Soll sie ruhig machen. Ich wollte mir hier mal kurz im WC gucken, weil vielleicht liegen hier die Ohrringe, falls sie offen ist, ja. Aber wenn wir jetzt gerade mal hier sind, hier waren wir ja auch noch nicht drin. Oh, wie ein kleiner Geistjunge im Spiel. Da läuft wieder der Polizist rum, ist immer ganz gut. Nach den Tönen kann man die immer ganz gut. Ja, die werden jetzt aber nicht, ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Rattengift jetzt hier unten drin. Also warum im Bad? Das wäre so unlogisch. Nee, scheint nicht so. Da können wir eigentlich auch mal alles offen lassen hier. Mal da drüben auf, mach nochmal. Nee, hier ist auch nichts. Und hier liegt auch nichts, also nichts, was ich jetzt irgendwie von wegen Ohrring oder so hier mit einem Wasserhahn wahrscheinlich, ne? Ja, passiert sowieso nichts. Habe ich überhaupt meine... Ja, ja, ist ausgewählt, meine Hand. Gut. Ja, keine Ahnung. Wir gehen wieder raus. Und jetzt gehen wir mal in den Raum da drüben rein. Mal zum Gucken. Die Leute reden über Geister. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Nee. So, was ist denn hier? So ein Aufenthaltsraum. Zeugs. Oder? Wir sind doch jetzt sicher, wo ich hin wollte, oder nicht? Ja, genau. Oh, wer bist denn du? Sag mal. Hallo? Bist du Alistair? Hi. Hallo, mein Junge. Fabius. Fabius ist mein Papa. Okay. Oder? Vielleicht ist es auch nicht mein Papa, aber vielleicht sagt auch irgendwer anders noch, hallo, mein Junge, zu mir. Papa, sag mir mal, wo das Rattengift ist. Hallo, Enkel. Enkel. Okay, das ist mein Opa. Gut zu wissen. Ja, aber hier liegt jetzt auch nicht so viel rum. Es ist übrigens gerade kurz vor 12, wenn ich das richtig erkenne. Aua, mein Bein tut weh. Ja, der macht jetzt hier auch nicht wirklich viele große Anstalten. Jetzt schauen wir nochmal hier. Ja, dann gehen wir doch nochmal hier in dieses 1+1 Zimmerchen rein. Und dann gehe ich aber wieder nach unten und vielleicht mal zur Garage, in den Keller, irgendwie so in die Richtung. Ich finde immer noch, das Sinnvollste ist eigentlich, wenn... ja, wenn das Rattengift in der Küche liegen würde. Weil in der Küche hat man ja auch Probleme, wenn dann halt mit Mäusen oder so. Oder halt in so Vorratszimmern. Ja gut, vielleicht haben wir im Keller irgendwie so ein Vorratszimmer noch. Wer bist du denn? Mein Hauslehrer? Ach, darum eins. Ich habe auf dich gewartet. Ja, ich werde jetzt hier sicherlich kein Mathe machen. Machen wir mit unserem Buch weiter, Little Dorrit. Nein, werden wir nicht... Seine geizige Manier, alles Essbare um sich her zu sammeln und das eine mit den Augen und das andere gleichsam mit dem Maul zu verschlingen. Habe ich jetzt gerade gelernt. Wir machen morgen damit weiter. Habe ich jetzt gerade gelernt? Warum wurde es jetzt gerade so dunkel, Leute?
Steht hier irgendwas? Hätten sie mir ja ruhig mal ein paar Punkte geben können hier für... Naja, ich weiß nicht. Lernen halt und so. Okay, 1 plus 1. Das wissen wir jetzt also auch. Wir gehen jetzt am besten mal hier runter und gucken mal, wo wir da rauskommen. Damit wir uns hier mal so ein bisschen im Haus auch mal... Ja, einfach... Ja, damit wir einmal mal wissen, wo was ist hier. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich jetzt hin muss. Da jetzt so rum. Links. Also wahrscheinlich hier rein. Was sind das hier? Ach, Heizung. Ich dachte, das wäre so ein Essens... Runterbringschacht. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Oh, sau cool, kann ich hier belohnen. Meine Mutter wie im Film so runterdönsen? Jetzt bin ich da lang gegangen. Hä? Muss ich doch noch mal da lang? Du warst in letzter Zeit. Ja, ich weiß, Mama, ohne mich jetzt mal bitte halt klappt. Irgendwie belohnen. Sag mir entweder, wo Alistair ist oder das Rattengift oder so. Ich habe jetzt keine. Nicht mehr, wo ich sie gelassen habe. Keine Zeit für sowas. Hä? Ach, nach rechts, da lang. Da ist die. Oh, warum die Treppe auch immer in der Tür dann? Ah ja, das sieht doch jetzt hier mal interessant aus. Wo sind wir jetzt hier? Ja, nirgendwo eigentlich. Im Nichts. So, was ist denn das hier für Kisten? Solange ich nichts rumtragen muss. Das sieht doch hier so ein bisschen nach Vorratszeug aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Eine Leiter, vielleicht kann ich die... Das sieht doch... Oh, wer bist du, sag mal? Vielleicht ist das Alistair. Das ist Wein hier, ne? Oder? Was steht hier? Ja, sieht aus wie Wein. Weniger wie Rattengift. Wer ist das denn? Agnes sagte, ich soll die verdammten Alistair. Ratten vor Erntedank loswerden. Ja! Ich würde gern sehen, wie sie ihren fetten Arsch bewegt und Ratten. Es versucht. Dankeschön. Mama hat mir einen Tipp gegeben mit Alistair. Ich wusste doch, dass ich mich...